Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind nun hier beim, ja, Telluria See ist es, glaube ich. Ne, Telluria Wald war das und das ist der Hylia See. Und nun sind wir im Tempel des Tropfens. Brrr, Klapper. Eine eisige Kälte ist das hier. Wenn wir das Element nicht schnell finden, dann werden wir auch zu Eis. Beeil dich, lieber Felix. Ja, das werden wir machen. Also, wir sind im Tempel des Tropfens. Das ist eigentlich das vierte Element, aber, nee, das beim anderen war ja kein Element, also... Ich laber Quatsch mit. Ha, halt, der Boden ist ja aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinunterfällst. Ja. Also, das ist das dritte Element. Ach du Kacke. Und wir gucken mal. Wow. Wie wir mit den fliegenden Tontöpfen hier zurechtkommen. Ausgewichen. Oha. Aggressiv. So, im Dungeon drin brauchen wir selbst bestimmt keine. Keine Mausershandschuhe, sondern eher... Ach ja, Pegasus-Schuhe. Ich glaube, der Schild ist noch ganz gut, warte. Ich muss kurz hier was um. Ja, so, hier, mal kleiner Schild. So, und ich kann mir schon denken, was das hier gut ist. Ihr seht, da ist eine Klappe auf dem Boden. Und Sonnenlichtstrahl drauf. Wir werden also irgendwann die Klappe öffnen und dann fließt das Sonnenlicht hinunter und schmilzt hier den Schlüssel aus dem Eis. Ja. Ja, was war das denn gerade? Ach, guck. Momentchen mal. Wie schön warm das Licht ist. Da geht es einem gleich viel besser. Ja, da schieben wir es jetzt mal rein. So. Wie bekommen wir den denn da weg? Ich glaube, wir... Ach, ist hier klar. Eigentlich ganz einfach. Wir springen hier runter. So. Sieh mal genau hin. Da ist doch etwas eingeschlumpft. Es ist eingeschlumpft im Schlumpf. Im Schlumpf, Schlumpf, Schlumpf. Wir müssen uns da rausschlumpfen. So, Schlüssel haben wir. Dann können wir jetzt in einem Raum, wo eben diese aggressiven Lichter waren und Tontöpfe, aufschließen, die Tür, die da links war. Ja, guckst dir an. Also scheiße. Ah. So, ich glaube, da müssen wir hinterher springen, ne? Ja. Geht's nicht anders drumherum? Obwohl, wir können ja nochmal gucken, ob hier noch was eingeschneit war. Ja. Gut, dann macht es wenigstens, dass, glaube ich. Nee, Punkt nächste müssen wir wieder aufmachen. Das ist nur, man soll es nur zumachen am Ende. Wenn man wieder rüberkommt. Okay, also da runter. Aufmachen das Ding. Obwohl, mal gucken. Also, das ist schon der Boss-Schlüssel. Die Steuerung auf dem Eis finde ich nicht sonderlich gut. Ich kann ihn ja nicht ziehen. Verdammt. Brrr, nochmal. So, wieder zurück. So, was kann man machen? Man könnte es so machen, dass ich den dahin, dann schiebe ich den dahin, nach oben fliegt er hier hin. Ich habe eine Idee. Warte. So, den nach unten, den unteren nach links, nach unten. Links.
Was für eine Idee hatte ich nochmal? Achso, ich hatte die Idee, dass ich den hier... Aber der fliegt ja hier durch. Ich dachte, hier wäre der Block. Dass er nach oben, hätte ich hier so runter, hier hin, dahin und dann dagegen. Ja. Ich sage nochmal neu. Wie geht das denn noch? Ach so, klar. Ich habe den runtergeschoben. Also ich hatte gar nicht so unrecht. Nur hätte ich den Großen einfach nicht runterschieben müssen. So wie ich es eben gemacht habe, war schon ganz logisch eigentlich. So, den nach oben. Da. Nach unten. Mal gucken, wo das Licht denn sein muss. Oder wo das Licht denn ist. Ja, da, okay. Ah, alles klar. Schieben wir den hier nach links. Nach oben. Und dann nach rechts. Ups. Aha. Großen Schlüssel erhalten. Damit wir wieder rüberkommen, müssen wir die wieder zumachen. Boah. Damit hätten wir schon mal einen großen Schlüssel. Schups. Aber irgendwo muss das ja noch lang gehen, ne? Waren da jetzt nicht nur diese beiden Türen irgendwie? Muss ja hier irgendwo weitergehen dann. Ja. Aber ich kann jetzt wohl kaum schon zum Boss, oder? Muss er noch ein. Ach, hier ist das Element. Ja, sowas. Felix, wir haben das Element gefunden. Mensch. Aber leider ist es von dicken Eis umschlungen. So kommen wir da nicht ran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen. Mal gucken. Asoziale Tontöpfe. Oh. Das ist richtig asozial. Oh Mensch. Wir können also nur erstmal hier unten durch die Tür. Ja, guck mal, da haben wir noch den Dungeon, den wir so mögen. So, eine Dungeon-Karte schon mal. Schnecke aufs Maul. Auch Schnecken, die vom Himmel fliegen, kriegen aufs Maul. Der muss sich gar keine Extrawürste einbilden. Wir haben keinen kleinen Schlüssel. Und hier hinten kann man schieben. Ja. Ich glaube, da muss man von unten schieben, das sieht man schon. Ich kann ja nur den hier eigentlich verschieben und der hat eine Schleifspur nach oben, heißt, wenn man von unten hochklettert, muss man den dann wahrscheinlich nehmen. Ja. Das geht dann so. Schwupps. Auf damit und runter. Schlupsch. Reflexe. Was ist das? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Kruges verborgen. Der Wegweiser ist auf dem Boden des Kruges verborgen. Okay. Ach, das hier ist der Krug. Ha, einen kleinen Schlüssel. Du, da bin ich gerade ohne Flachs alleine drauf gekommen. So, hier kommen wir ja nicht rauf. Ah, wir haben einen kleinen Schlüssel. Und ihr wisst, wo ich eben war, wo ich meinte, ah, verdammt, ich habe keinen kleinen Schlüssel. Hoffe ich, ich nicht mehr. Also, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Wo ich meinte, haben wir einen kleinen Schlüssel? Nee. Mal gucken, wir finden es bestimmt wieder. Da drüben war es nicht, ne? Ne. Hier.
So, wo müssen wir denn damit hin? Ach so, klar. Wir waren ja eben da, wo wir nicht raufschwimmen konnten. Weil da kein Becken war, wisst ihr? Also da... Man muss ja, um irgendwo raufschwimmen zu können, vom aus dem Wasser auf Land. Vom Wasser aus auf Land. Kommt man ja nur rauf, wenn da diese hellen Stellen sind. Und eben rechts neben dem Krug, wo wir... Also rechts des Kruges, wo wir den Schlüssel gefunden haben. Da war so eine Plattform, wo wir nicht raufkamen. Und da kommen wir jetzt rauf, weil wir dieses Kleeblatt haben. Oder dieses... Diese Lilie. Ups. Ja, wollte ich verhindern, aber... Ich zeig's euch so. So nach oben. Schubs. Links. Da, das meine ich. Und hier kann ich jetzt rauf. So. Ciao. Ich paddel jetzt mit dem Schwert. So. Elektromusik, da gehen wir uns gleich mal beschweren. Verdammt. Oh, Scheiße. Ey. Kann sein, dass ich immer zu langsam bin, oder ist das normal so? Nee, das muss ja explodieren eigentlich. Ich bin zu langsam auf dem Eis und komme nicht schnell genug hin. Nee, okay, ging doch, also okay. Ich dachte, ja, ja, alles gut, alles gut. Ein Kompass, okay. Da mal wieder weiter links. Und runter. Nee, hier unten ist ja gar nichts mehr. Okay. Fick dich doch einfach. Mal gucken, wir docken mal hier an. Scheiße. Hier hinten gibt es keine Möglichkeit. Hier aber. Oh, ein Herz. Ganz vorsichtig. So, da erstmal das runter machen. Achso, Mensch. Okay, ein Zyberest. Wir müssen irgendwie einen Eisblock darauf bekommen. Ist hier unten noch einer? Nee. Ich simuliere das mal ganz kurz. Und... In der nächsten Folge schiebe ich dann dieses Rätsel, wenn ich rausgefunden habe, wie ich das mache. Also ich überlege jetzt mal kurz. Okay, das war's dann wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.